kommt noch ein Redebeitrag von der Brunnenstraße. Genau. Hau rein. Ja, wir schließen uns gleich an, unserem Vorredner, weil wir sind auch in Mitte. Wir sind nämlich von der Brunnenstraße 6-7 und auch unser Hausbesitzer plant aktuell, seine Profite durch eine saftige Mieterhöhung zu steigern. Das ist natürlich auch nicht überraschend. Aber der anstehende Konflikt um die Brunnenstraße 6-7 ist auch kein isoliertes Ereignis, sondern die Folge einer strukturellen Gewalt, mit der Städte zu anschlussfähigen Produktions- und Konsumräumen für Marktinteressen gemacht werden. Die Vertreibung von ärmeren Bevölkerungsschichten geht damit ebenso einher wie die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Raumes. Wir gehen davon aus, dass die Kämpfe und Konflikte um städtischen Raum und gesellschaftliche Ressourcen zunehmen werden. Deshalb sind radikale Kritik und Widerstand nicht nur legitim, sondern zwingend notwendig. Hier und an vielen anderen Orten weltweit. Wir sind solidarisch mit allen, die sich vermummen, um der Welt ein Gesicht zu geben. Wir bleiben subkulturell, subversiv und autonom. Die Brunnenstraße 6-7 ist mit ca. 100 Menschen und einem Komplex von 6 Häusern eines der letzten und größten ehemals besetzten Häuser Ost-Berlins. Wir leben und wohnen seit 23 Jahren selbst organisiert in diesem Projekt. Wir verstehen uns auch als Versuch einer gelebten Alternative jenseits des Kapitalismus. Diese Ökonomie macht alles zu Waren, geht über Leichen und zerstört unsere Lebensgrundlagen. Wir wollen eine freie Gesellschaft, die auf Solidarität statt auf Konkurrenz beruht. Ohne Grenzen, Nationen, oben und unten, ohne Rassismus, Sexismus, Homophobie. Wir wollen Teil einer emanzipativen Struktur sein, die durch Vernetzung, Austausch und neue Ideen dem gesellschaftlichen Mainstream in der Stadt etwas entgegensetzt. Unseren autonomen linksradikalen Background zu wahren und den Gedanken der Emanzipation, der sich daran knüpft, zu vermitteln. Emanzipation bedeutet für uns immer noch den Versuch, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, solidarisch und subversiv zu sein. Wir bleiben in Bewegung! Seit Jahrhunderten haben Menschen in der Stadt und auf dem Land besetzte Häuser und autonome Freiräume genutzt, um selbstbestimmt zu leben. Sie sind ein Werkzeug, eine Taktik, eine Praxis und ein Weg für Leute, ihre Kämpfe auszutragen. Seit Jahrzehnten haben Squat-Bewegungen in Europa und darüber hinaus auf der ganzen Welt die kapitalistische Entwicklung bekämpft und damit an lokalen Kämpfen gegen Zerstörung teilgehabt. Sie haben die Möglichkeit von Selbstorganisierung ohne Hierarchien gezeigt und internationale Netzwerke des Austausches und der Solidarität geschaffen. In Berlin verlieren wir leider immer mehr diese Orte. Wenn wir unsere autonomen Freiräume erhalten wollen, müssen wir uns auch unmittelbar für ihre Verteidigung einsetzen und immer wieder versuchen, neue zu erobern. Nehmt euch leerstehende Wohnungen, Bürotürme und Häuser, denn Freiräume werden nicht erbettelt, sondern erkämpft. Wir bleiben, weil wir genug Wut haben. Wir in Mitte, wir wissen, wovon wir reden. 85% der ehemaligen Bevölkerung verdrängt, alternative Projekte geräumt, Baulücken geschlossen. Stattdessen Hotels, leere Bürotürme und jede Menge Luxuseigentum. Übrig geblieben sind wenige Freiräume. Allesamt geduldete Inseln, die Berlin den gewünschten alternativen Flair garantieren, für den diese Stadt weltweit berühmt wurde. Wir sagen, fuck you Mitte, wo ihr aufwertet, werten wir ab, für die Zerschlagung des Bestehenden. Eine antikapitalistische Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung ist möglich. Wir müssen sie nur wollen und dafür kämpfen. Organisieren wir die Gesellschaft so, wie wir sie wollen. Wir wenden uns nicht an die Vertreterinnen der etablierten Ordnung, um ihnen vorzuwerfen, sie würden Missstände übersehen, zulassen oder selbst herstellen. Das ist längst klar. Unsere Aussage ist, damit die Staats- und Verwertungsfanatikerinnen uns nicht platt machen, muss sozialer Widerstand überall zu finden sein. Organisiert und unorganisiert, jede für sich und alle gemeinsam. Nicht nur an ein paar Tagen im Jahr, die Zukunft ist offen. Jede Räumung und jede Verdrängung muss ihren Preis haben. Action speaks louder than words. Nehmen wir uns die Stadt zurück.